Dank. Wenn Stoddard ohne mich rauskommt, geh vom Schlimmsten aus. Mach ich sowieso. Damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bandit Part 3. Die Zentrale meldet einen verdächtigen Van. Ich folge ihm, okay? Mach das. Okay, alles klar. Wollen wir mal kurz. Wollen wir mal kurz irgendwas schicken? Ob wir noch eine coole Waffe jetzt haben, die wir freischalten können? Ich bin ja sowieso der Fan. Ah, G17, okay. Nehmen wir die G17 mal mit. Okay, das brauchen wir noch nicht. Okay, das machen wir so. Ich habe natürlich keinen. Warte mal, Mündung, Kompensator. Ich hätte gerne einen. Ah, Schalldämpfer. Perfekt. Das ist immer gut. Schalldämpfer ist immer wichtig. So, P90. Okay, die ist nicht so vielleicht so ganz gut. Ich brauche zumindest mal eine. Oh, die AKM. Ja, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Reflexvisier. Was haben wir denn hier? Okay. Das ist noch nichts passiert. 13, 13, okay. Schalldämpfer immer gut. Und Marineblau. Gut. Gadget Nummer 2, der Kletterhaken. Ich brauche eine Panzerung. Oder habe ich ein Medikit? Ich habe eine Panzerung. Seilrutsche brauchen wir jetzt auch nicht. Dafür nehmen wir das Medikit. Oder nehmen wir. Nehmen wir das Ding mit. So. Toller Zeitpunkt für einen Hurricane. Na geil, ne? So, okay. Gucken wir uns mal ein bisschen da drüben an und schauen wir mal, was war so. Was ist da so erwartet? Hier sind zwei Gebäude. Denk dran, im Krieg herrschen Angriffsregeln. Die Rechte vorlesen brauchst du hier keinen. So, also zumindest mal ein paar. Ich sehe jetzt mal spontan auf 3 Feinde. Ja, warte mal. Also, das ist ein Gespräch hier der Feinde. Wenn ich den jetzt natürlich erschieße, oder kriege ich den? So. Scheint gesperrt zu sein. Nimm das Dach. Aha, guter Plan. So. Sind noch ein paar. Das Problem ist, sehen euch die scheiß Scheinwerfer nichts. Ist natürlich so jetzt clever gewesen, dass ich den im ersten Schuss nicht getroffen habe. Wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich es nicht getan hätte. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ja, ist geil. Alter! Die AKM, die zieht aber heftig Snow um. Das war super. Gut. Klar, so mehr Gegner ich jetzt auch kürze. So. Gut. Brauche ich nicht. So, da ist doch mindestens einer. Was ist jetzt?
Scheiße. Natürlich wissen die jetzt, dass wir da sind. Aber why not? Mal gucken. Gar nichts. Hey, hier lang. So. Sind das nur noch die zwei? Sie ahnen, dass wir da hinten stehen vielleicht. Geschichte. Jetzt brauche ich noch den einen. Alter. Zwei sind es noch. Minimum. Zwei. So, jetzt war der Alarm aus. Nicht, dass da irgendwie noch mal einer sagt, ey. Das war nämlich Verstärkung. Ist da. Ihr wisst nicht, wo ich bin, mein Freund. Wo ist der? So. Okay, die kommen weder raus, ich noch nicht rein. So, okay. Komm ich da hoch? Nein, komm ich nicht hoch. Da ist noch einer. Den Typen hole ich mir. Da ist er! Ich weiß, wo ich bin. Ist es auch? Hab ihn. So. Ist der da reingekippt? Jo. Wir sind bestimmt doch. Ja gut, es sind halt die zwei, die uns noch mehr oder weniger da so ein bisschen der Halle verfolgt haben. Aber wie komme ich da hinten rein? Also ich. Wie komme ich da hinten rein? Ich muss ja darüber. Das ist ja klar. Das zeigt zumindest mal der Dings an. So, diese auf jeden Fall haben wir weg. Wie komme ich da hoch? Ist da irgendwo eine Möglichkeit, einen Hintereingang, einen Feuerleiter oder was auch immer, dass mich da jetzt ein bisschen... Bingo. Das wollte ich haben. Okay, jetzt ist nichts weiter. Machen wir mal weiter. Ganz so clever, aber es hat vielleicht den Sinn der Sache. Ja, ich muss nicht hoch, warte mal, ich muss ja hier bestimmt irgendwo rum. Hier. Nehmen wir mal einfach den einfachen Weg. Ist ja klar, ich weiß, dass ich zwei Leute noch an Bord habe. Hier ist ein Eingang, okay. Ich gucke mich kurz noch mal hier oben um. Da scheint mal nichts zu sein. Ah, alles klar, dann machen wir. Machen wir doch das Brett. Machen wir mal auf. Okay.
Haben wir noch ein paar. Leute, euer Gras ist mir scheißegal. Das ist in 2 Jahren ohnehin legal. Ich will einfach nur wissen, wer von euch verschiebt Nels Kohle? Das Geld hat er uns versprochen, Arschloch. Okay. Seit gestern bin ich euer neuer Boss. Kapiert ihr, was das heißt? Was sagst du denn, wenn du einen Fall löst und die Lorbeeren sackt plötzlich jemand anders ein? Dann würde ich das ausdiskutieren. Und das sollten wir auch tun. Erst mit ein paar Typen runter. Okay. Checken wir erstmal die Lage. Dann geh ihm nach. Jetzt haben wir jetzt gerade nichts, wo ich sagen muss. Dann mal da ist noch irgendwas. Da. Nochmal. Okay. Vermute ich, dass wir eher mit dem Dings arbeiten werden. Da sei doch nicht so hochlaufig. Gut. Klar, ich kann die natürlich jetzt nicht alle wegholen. Ich hab dich doch schon mal gefragt. Klingt überhaupt nicht nach Nerns. Okay. Hat der Bossmann gefeilt. Zuerst. Das ist die Figur. Also, wie viele Feinde haben wir? Krieg ich das von hier gehalten? Perfekt. Tamitamus CD, DVDs. Ist offenbar auch eine Möglichkeit, Geld zu waschen. Okay. Das ist jetzt für. Ist für A? Nee, für D. Die DVDs. Okay, Dokument, Dokument. Es fehlen noch 2 Dokumente für. Also, was heißt 2 Dokumente? Es fehlen insgesamt noch 4 für D. 16, 18, 12. Und die 3. Also muss. Verstehe. Du magst also. Also ich müsste sie eigentlich Step by Step holen. Das ist das Problem an der Sache. Das heißt, ich will jetzt erstmal den Einzelnen hier vorne mitnehmen, wenn das möglich ist, von da. Du musst Stoddard nach unten folgen. Ja, ja. Wir haben eine Leiche gefunden. Ich will jetzt nicht. Ich wollte dich gerade noch mal tasern. Super. Das ist natürlich total toll. Wir können hier nicht ewig bleiben. Hier ist es sicherer als draußen. Wir stehen jetzt irgendwie. Ich muss jetzt erstmal scannen hier oder wieder was. Ah, okay. Na gut, das gescannt haben wir sie ja, mehr oder weniger. Ich muss kurz gucken. Wie krieg ich den da rein? Ich krieg den doch nicht da raus, ne? Niemals. Ah, okay, jetzt versteht's gerade, warum ich den nicht erwischt habe. Ja, wir müssen es immer mal angehen jetzt. Ist natürlich super, wenn die da jetzt natürlich so stehen. Klingt überhaupt nicht nach Nerz. Da komme ich doch nie raus, oder was? Da kriegt er mich doch nicht hin. Kriegt doch nicht durch. Waffe klingt nach James Mason. Das haben ihm viele gesagt. Aber mir hat's gefallen. Ah, verstehe. Du magst. Du musst Stoddard nach unten folgen. Mach ihn alle! Oh je, je, je. Ja, ich werde jetzt natürlich versuchen, mich mit der Dings wegzubrezeln. Wir haben ihn! Los, weiter! Da unten ist noch was. Das habe ich gar nicht gesehen. Da, da drüben!
Das habe ich doch gar nicht gesehen. Stoddard hat den Lieblingsschauspieler seiner Kinder erschossen. What? Wo ist mein Autogramm? Das Autogramm ist Detective Carl Stoddards Kindern gewidmet. Stoddard hat immer mehr Dreck am Stecken, aber wenigstens dachte er an seine Kinder. Krass. Das hätte ich jetzt. So, dann haben wir auch für D die nächste Aufgabe. So, jetzt gehen wir mal weiter rein, dass wir hier weiterkommen. Der ist weg. Was anderes bringt jetzt nichts. Ich muss jetzt quasi mal den weniger zu mir kommen lassen. Der Vorteil ist, dass ich hier auch Möglichkeiten habe. Dass ich hier natürlich jetzt weiter Munition auffüllen kann. Weiter. Scheiße. Ist das nur der eine oder was? Clear zu sein. Weiter. Munition mit? Also ich meine, ich habe ja mehr oder weniger. So, warte mal. Wir gucken kurz, weil wir noch schneller mal hier einen Beweis finden, weil hier war noch irgendwas. Zwei von vieren jetzt gefunden. Gut, dann gehen wir mal runter. Moin, moin. Ich bin da. Und auf. Also ich muss schon vorsichtig sein. Nicht, dass da irgendwo einer dahinter steht, der da... Ja, sag ich doch schon wieder einer. Also waren oben tatsächlich echt vier Beweise? Okay, dann habe ich noch nicht alle geholt. Ich kann nicht raus. Ernsthaft? Ich wollte nicht scheiße. Hä? Wieso darf ich nicht raus? Ich muss gleich nochmal machen. Weil ich habe hier wieder einen neuen Bereich und damit habe ich nur einen Beweis. Okay. Benutzen. Ein Gewächshaus. Ja, sie wird sich gerade schön einen am Wegziehen. So, kurz mal hier eben was zu mitnehmen. Gut, dann müssen wir jetzt Step by Step vorgehen. Das Problem ist einfach, dass wir jetzt Frage, wie weit kann ich die jetzt nach und nach wegsnicken? Ich habe ein bisschen was am Rätsel. Lisa, Lisa, Lisa. Das sind aber nette Knospen. Und Susan, schau mal einer an. Wirklich. Sind mir Feinde? Ich habe... Den habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Das war nicht durch Zufall, dass der auf der Karte aufgetaucht war. Kommst du jetzt auf mich zu? Du hast eine C17, alles klar, du willst auch fallen. So, mal ganz ruhig. Arbeiten wir uns, versuchen wir uns mal Step by Step durch dieses Gewächshaus zu arbeiten. Und das machen wir bei der nächsten Folge, liebe Leute.